Also ich sage das jetzt mal ganz einfach formuliert, wenn Sie heute ein Kind beispielsweise fragen, du mit dem teuer vom Dirke Weltatlas erworbenen, der ja er musste erworben werden, weil vor 10 Jahren waren die ganzen Landkarten noch anders und mit dem das Kind nie arbeitet, hat aber über 32 Euro zahlen müssen, weil das war ja mit der Reduktion von 10%, glaube ich, für Schüler oder so ähnlich. Dafür haben wir alle das Geld, nicht wahr? Und es geht dann immer so weiter in den, egal in welchen Schulen, dann haben wir mal 20 Euro hier, 10 Euro da, Theaterfahrt dort hin und her. Also, ne, wir haben ja, also bei uns ist alles gratis, ne? So. Jetzt, wenn Sie Ihr Kind fragen würden und sagen, jetzt zeig mir doch mal auf der Film, also auf der Landkarte, Cannes, Venedig und Berlin. Wo genau ist denn das? Ich habe das mal kurz aufgezeichnet, ne? Mal schauen, so. Also welche Orte kennt man denn hier? Also zum Beispiel kennt man den Gardasee, das ist Südtirol vermutlich. Ich weiß es fein nicht. Und direkt neben Venedig ist Slowenien, also nur mal am Rande. So. Und warum das jetzt alles genau immer da ist und das seit, also 1939 hat sich Frankreich geweigert, an der Dings, na, internationale Festspiele in Venedig weiterhin teilzunehmen, haben dann ein eigenes Festival in Cannes hochgezogen. Und seitdem gehen es doch, glaube ich, wieder auf beiden Seiten hin. Glaube ich. Oder?